So, mal gucken, was das nach. Ist schon wieder rum hier. Neuer Job. Prison? Asylum? Bäh. Asylum, Asylum, Asylum. Bitte. Okay. Gibt's noch was anderes? Gibt's immer noch keinen Mode wahnsinnig oder so? Wäre aber lustig. Nee, die neuen Maps kommen noch nicht, leider. Aber neue Geister kommen noch. Ach, neue Geister, aber neue Maps nicht, oder wie? Doch, die sind ja auch im Mache. Ich warte ja schon ewig darauf, aber die kommen ja eher aus der Pushen. Ich wollte gerade sagen. Anna, dankeschön. Annalena. 100 Jahre warten und ich war jetzt 100 Jahre lang nicht mehr in diesem Spiel und die haben immer noch keine neuen Maps. Shame. Shame. Vor anderen Stuff. Dach die Mambuka. Ja, Metal. Der gleicht halt natürlich aus. Akheaton. So, ich bin bereit. Azeton. Mit doch gefahren, mit doch wieder hoch, nicht richtig. Hast du gezaubert? Oh, ja, ich nehm dir deine Farbe weg. Nein! Ich hab die Farbe am Kopf! Ja! Ralf ist immer der Einzige, der nie bereit ist. Mein Gott, der muss mal ein bisschen schnüffeln, dann ist er ein bisschen breiter. Er ist beschäftigt mit, weil mit Farbe. Ich grundbereit. Grundbreit, Junge, grundbreit. Soppo, ja, Phasmophobia hat mir super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann muss man ja dann auch mal eine Pause machen. Ich mache ganz gerne mal ein paar Pausen bei Spielen. Bei den einen, ab und zu bei einigen Spielen, vergeht mir komplett die Lust. Aber Phasmophobia, wenn, ich würde auch gerne mal eine neue Map. Das Problem ist, was ich bei der Entwicklung sehe von Phasmophobia, warum die intensivsten Maps und die schwierigsten Maps sind immer die kleinen. Und die sind eigentlich leichter zu bauen, anstatt ein Riesenareal von Prison und Asylum oder sowas. Warum? Warum das Ganze? Warum eigentlich nicht ein Wohnhaus mit zwei Etagen, drei... Ach, nicht Wohnhaus. Ein... Wie heißen die nochmal? Macht das immer so? Ich will hier raus. Wir hören gar nicht das auf. Ich will hier raus. Ich gehe raus! Ich gehe hier ohne Lampe! Ich hab keine Lampe! Okay, los geht's! So, wo war das? Ich habe einen Geräuschsensor. Guten Tag, Sir. Hallo. Links, runter. Hallo. Sollen wir mal Silent ohne Lampe machen? Nee. Sollen wir mal. Schon wieder verlangweilt, ja? Du kannst ja mit Kerzen machen. Nee, sollen wir mal Silent alle nur in Unterhose? Ja. Ich spiele nur nackt. Ja, rede. Also ich gehe jetzt links runter, den Generator anschmeißen, ja? Okay, also, mach das. Du weißt schon, wo eben was? In der Fuß. Ja, ich zieh mir Metal zieht die Soße an. Metal zieht die Soße an, ich nicht. Okay. Wir gehen zu dritt und der arme Halef da alleine. Okay, ich gehe zum Halef. Tschüss. Tschüss. Aber wir können ja sowieso nichts machen. Wir müssen sowieso warten, bis hier Mr. Mach mal schneller hier. Hallo, wir warten. Wir warten immer noch. Ich gehe so lange auf Klo. Tschüss. Kann ich hier nicht machen? Guck mal. Ich war am Spannen. Die Tür geht aber gar nicht zu. Entschuldigung, da kam was mit raus. Weil der Geist da war. Die klemmt, die ist verrostet. Okay. Die hängt, die Tür. Hängen geblieben. Tag. Guten Tag. Ist das Licht jetzt hier mal an hier? Hallo?
Warum warst du eigentlich mit auf dem Frauenklo? Willst du mir was sagen? Hallo? Was soll das heißen? Metal war nicht da, Demir. Spannen Sie sich, junger Mann. Wo geht man? Ach, hier. Dann geh ich halt auf den Klo. Hallo, könnt ihr mal das Licht anmachen hier? Wir sitzen auf Toilette und finden das Klopapier nicht. Ja, schon total voll heiß. Hallo, könnt ihr mal schneller sein? Ist an. Okay. Wenn euretwegen die Sicherung rausknallt, mach ich's ja nicht nochmal. Und spülen. Spülgeräusch, Plätschern, Wasser. Minus bei mir. Toll. Na toll, jetzt müssen wir den ganzen Weg zu dir laufen, ne? Dann brauch ich das Ding ja hier gar nicht mehr. Jetzt kann ich geh mal direkt wechseln. Warte mal kurz, Pau. Okay. Du kannst schon vorgehen. Geh doch. Geh doch alleine. Ach, geh doch alleine. Nimm ich das mit hier, das Foto-Dings. Wir haben Gefrier. Bitte was? Wir haben Gefrier, Atem. Bitte? Ich verstehe euch nicht. Wo davon hat wieder schlechten Empfang? Bitte nochmal. Gefriero Atemo. Hey Dex, Oma Dex. Mann, du sollst doch mal gucken. Guck mal. Hallo. Wo seid denn ihr jetzt? Wo sind die eigentlich überhaupt hin? Ich muss immer zweimal lachen, weil ich das im Stream ja nochmal sehe. Hallo, wo seid ihr? Geht der Aufzug immer noch nicht? Verstecken sich schon wieder, schleichen sich an. Hallo. Guck mal. Die verstecken sich mit der Hand draußen um die Ecke, so geil. Das war Metal, ey. So schlecht, ey. Guck mal, das sah so aus. Metal, geh mal um die Ecke, Metal. Guck mal, wie das aussah. Guck mal, ich zeig dir das mal. Guck mal, pass auf. Hier, guck hier so. Ich versteck mich. Das war zu weit. Ich versteck mich. Ich geh Zeug holen. Oh, gehst Zeugs holen? Ja. Hast du nichts dabei? Ja. Wo ist denn jetzt der Rahmen? Kannst du jemand zeigen? Hallo? Batterien habe ich hier mal dabei. Hallo, wo war das denn jetzt? Hallo? Die Tür unten ist auf und Zeug liegt drin. Ach, unten der Kamm? Ihr geht nach unten und dann links. Unten links. Achso, und rechts? Oh, da ohne Rennungsfest. Das ist wie bei Scary Movie, voll hinter der Couch versteckt, die Füße gucken raus. Hallo? Oh mein Gott. Okay. Hallo? Deck? 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 Ach Mann! Wir haben auch. Warum schreist du denn so? Er stand da einfach! Denkst du, hier ist der Korn? Hier! Oh, meine Füße tun weh! Da steht er, ist da drin! Haben die schon eine Kamera aufgebaut? Mann. Haben die schon eine Kamera? Nee, da. Nein, Füße. Da. Hier in dem Raum ist das? Ja. Warte? Ja. Guck mal bitte nach Geisterort, bitte, Leute. Bitte, danke. Haben wir schon dreimal gesagt, wir haben Orb. Wo habt ihr denn die Kamera? Wo war denn die Kamera? Hier. Über unsere Köpfe. Ach so. Foto vom Geist brauchen wir noch. Na toll. Oh, mein Hals. Ist das denn in dem einen Raum? Wo habt ihr den Orb denn jetzt? Im Raum oder im Flur? Im Raum. Also der im ist hier. Raum. Hier ist er gerade gespawnt. Genau. Ich bitte, ihr habt den falschen Raum. Nein, Dex. Hör auf.
Hör auf. Du schreibst gerade was, oder? Was machst du da? Ich benutze WASD. Doch, okay. Alles andere weiter. Ich muss jetzt auch was. Mann! Ich hab jetzt nichts mehr zum machen. Ich geh wieder hoch. Ich hab nur AMR. Ich schmeiß es mal davor. Mach's an. Für dich ist es falsch rum. Hast du angemacht? Ja. Achso. Geiler Arsch. Danke. Schluck mal Pim, wenn ihr nochmal hochkommt. Also ich wollte eigentlich langsam mal runterkommen von meinen Drogen, aber jetzt mit dir. Hast du den Metal gerade gehört, dieses... Ja, muss. Komm schon, du willst es doch auch. Ja. Das kam mir so geschallt durch die Räume. Du willst es doch auch. Aber nur Zäpfchen. Aber nur Zäpfchen. Bitte einmal nach vorne beugen. Na, ihr geilen Boys. Na, ihr Schnecke. Du geile Hengst. Der eine war, sagt zu mir Schnecke, der andere sagt zu mir. Hengst oder Schnecke? Wer ist denn jetzt die Schnecke, wer ist der Hengst? Ja, du bist der Hengst und die Schnecke ist der Lippaude. Pau ist die Schnecke. So wie die geht, ist wirklich eine Schnecke. Wenn sie sich was umschnallt, dann. Hey. Lalelu, das ist ein Let's Play. Jenny, Jenny, danke schön. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Was habt ihr jetzt eigentlich noch so und überhaupt? Wir brauchen Buch, wir brauchen EMF oder Box. Box habe ich bei. Buch habe ich schon drin. Buch habe ich schon reingelegt. Okay, dann schauen wir. Was brauchen wir denn sonst noch? Hallo Kamera. Da war der Raum, da war der Raum. Ich bin so doof, ich habe einfach mal durchgeklickt. Warte, jetzt so. Dann können wir sehen, wie die sterben. Hä, was machen die denn da in dem Raum? Ja, wir waren noch ganz woanders. Hä? Sag mal, seid ihr in dem Raum? In dem richtigen Raum jetzt? Hallo, hallo? Ja. Seid ihr jetzt im richtigen Raum? Ja, Mann. Das ist ja... Wir haben den aber gerade nicht in dem Raum gesehen. Wir haben den gerade spawnen sehen, oder besser die Power hat den spawnen sehen vor sich in so einem kleinen, vor so einem kleinen Schuppen. Okay. Das ist falsch. Dann habe ich das Ding falsch aufgebaut. Deswegen meinte ich auch gerade eben mit der Kamera. Dann hole ich mal das Buch eben. Ich gehe mal zu dem Schuppen, wo ich glaube, dass hier war. Ja, musst du mal gucken, nebenan. Das ist bei mir alles. Ripsch hier 100, hallo auch sie Arsch. Und hallo natürlich an Pau, Metal und Hanif. Sorry Leute, danke schön Ini. Hallo Lala. Da sind sie. Sag mal Pau, bist du jetzt gerade todesmutig alleine losgelaufen? Ja, da ist doch hier unten. Wenn mir zwei schreiende Jungs entgegenkommen, dann weiß ich, ich kann umdrehen. Was? Da ist nur einer, der schreit. We have box! Gut. We have a box in here! It's a mirror! Was hat man noch? Euer Geisterorb? Und was noch? Wir haben jetzt einen Orb, wir haben die Box und was war noch? Wir haben eine Mare. Was war denn noch das dritte? Gefriertemperaturen. Ah ja, okay. Gefriert, ja. Wir müssen auf Sanity und auch unter 25 kommen für die Aufgabe. Oh wei, wir haben ja gerade den Pillen geschluckt, aber wir sind alle irgendwie alle fast bei 90, meine Herren. Ja. Was kann ich noch mitnehmen? Ich habe gar keine Kamera mehr. Gib ich die Knicklichter mit? Und. Wie denkst du dich nicht aus dem Wagen raustrauen? Ja, ja.
Das stinkt, das mag doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Nein, mag. Schau, dass man diese Wagen nicht schieben kann, so Objekte mitbewegen. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sind. Das Spiel könnte um einiges gruseliger sein, wenn man noch so einige Special Effects für die Geister einbaut. Wo war der Raum? Wir waren hier in dem Raum gewesen. Hier. Nein, hier. Ach so. Wo ist sie? Hallo. Schau dir das an. Bestimmt wieder an dem anderen Raum. Nein. Paul, jetzt renn ich weg, du Feigling. Der war hier. Du feiges Huhn, sie ist hier. Du Hühnchen, sie hat hier mit uns geredet. Hier ist der Gefrieratem. Jetzt tu nicht so, du Feigling. Halef. Komm, wir bleiben mal. Wir machen mal Folgendes. Wir bleiben mal in dem Raum hier stehen. Alle, jeder sucht eine Ecke. Und dann gucken, wer als erstes stirbt. Stirbt. Paul, nimm die am weitesten entfernteste Ecke von der Tür, bitte. Alle halten das Licht an. Wo bist du? Lassen das Licht an. So. Nee, mach's mal aus. Das ist eine Mare. Ja, aber ich will es aber gerne sehen, das Ding. Okay. Das werden wir danach. Oder wir machen das. Warte mal. Wir haben das Knicklicht, habe ich hier noch draußen. Warte. Das dann. Kannst du es noch aufheben? Ja, gut. Bei der Mar muss man doch. Komm nicht mehr? Doch. Ganz viel. Die ist stark, wenn kein Licht da ist. So triggert man doch eine Meere, oder? Licht aus. Nein. Das ist, lustigerweise geht hier das Licht nicht. Die Mare. Hallo. Zeig dich. Wie hieß die denn überhaupt nochmal? Sandra Taylor. Sandra. Tylor. Sandra, liebe Sandra, zeig dich doch mal. Sei doch nicht so scheu vor uns. Und zeig uns in deinem Strumpf. Oder wir machen ein Lotto. Mein Leben lang. Oder alle gehen raus bis auf einer. Und dann. Wo bist du? Und dann fügen sie dich. Warum away? Wo bist du? Wo bist du? Der ist in dem anderen Raum. Ich schwör's euch. Der ist da gespawnt. In dem Raum. Ich glaube, dass... Genau, deshalb werdet ihr auch hier benutzt. Der Ding hat einen Radius von 3 Meter. Wo bist du? Aber ich hab's nicht gelogen. Wo bist du? Der ist hier gespawnt. Okay. Genau hier, wo ich stehe. Hallo? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier im Raum? Bist du hier im Flur? Wo bist du? Hallo, wir spielen doch Profi. Mach mal was. Warte mal kurz. Schlag bitte Paul, die singt. Kriegst du eh nicht. Oh ja. Oh, lauf doch nicht weg. Bleib doch stehen jetzt. Jetzt machen. Oh. Ich dachte, wir machen jetzt hier so russische Roulette. Wo ist sie hinter mir? Paul, bleib mal stehen. Das war nah, ey, mal. Die hat gerade meine Arschritze gekratzt die ganze Zeit. So nah war die. Ich habe ihn fotografiert. Irgendjemand ist gestorben. Halef ist gestorben, ne? Der Halef, warum Halef? Mensch, der Halef, der kann nix, ey. Was ist der Halef? Nix kann der. Was er gut kann, ist als Leiche, als Geist rumhampeln. Da liegt er, guck mal. Ich kann nur sagen, Halef hat das gewonnen. Aber
Wir haben. Ach, guck! Guck, Halif hat Tür in dem Raum, wo er gespawnt ist, bei mir eben. Warum bist du so laut, ey? Weil ich gerade laut rede, weil ich. Was? Wir bleiben alle stehen. Wir bleiben stehen. Alle drei in der Reihe. Nein. Nein? Nicht? Okay. Da kommt er. Das ist der Metzger, ne? Elsa hier. Mach noch höher, bitte. Noch einmal höher. Mal gucken, ob er kommt. Kommt er? Kommt er? Hier geht's zum Metal. Metal ist da unten. Geradeaus im Flur runter. Rechts die Tür. Kommst du nach hier? Er wollte bitte? Nicht. Er mag mich nicht. Warum gehen wir da wieder zurück? Wir sind fertig. Wir können nach Hause. Achso, stimmt ja. Hat jemand ein Foto vom Half gemacht? Ich kann Metal mitnehmen. Ja, hab ich. Hast du Elsa 2 geguckt? Nicht nur einmal. Wann hast du das letzte Mal geguckt, dass du das jetzt gerade im Kopf hast? Das Lied? Half hat eben gesungen. Zeige dich! Achso, okay. Aha, okay. Half. Ja, aha. Aha. Du kleiner Olaf, du. Oh, jetzt kommt ihr schon wieder. Das werde ich verstehen, wenn ich es groß bin. Ich mochte den ersten Teil, den ersten Film besser. Lieber, den fand ich besser. Ja, ich mag beide, aber ich mag den zweiten auch sehr, sehr gerne. Weil der ein bisschen ernster ist. Ja, aber ich fand... Also ich mag den zweiten... Ich fand die Nachricht am Ende des ersten Teils, also fand ich so schön, wie die Schwesterliebe sich dann, fand ich ganz toll. Ja, natürlich, ja. Das stimmt, ja. Da kommt der Geist! Da kommt der Geist! Oh nein! Er versteckt sich hinterm Bett! Jetzt kommt er! Mach schnell ein Foto! Verdammt! Stell dir mal vor, man könnte mit der Lampe hauen, so psch, auf den Kopf. Geh weg! Ja, ich wollte gerade zum Geist reden. Machen Sie jetzt endlich mal das Licht mal wieder an, ihr seht ja nichts. So, wir sind aber unter 23%, haben wir alles geschafft, Halif ist tot, alles wieder richtig. Warte, nein. Ja. Warte, Mare. Was jetzt kommt? Halif, hast du eingetragen? Ach, der ist ja nicht da. Hat er eingetragen. Oh, Loser! Zweiter Teil ist besser, Dex. Ich rede nicht mehr mit dir. Ist schon okay. Du Loser. Ist so okay. Du Loser. Ich habe dich jetzt hier ins Team gerufen, dass du hier alles alleine rockst. Und was machst du? Versteckst dich als erstes in so einem Schuppen und verreckt neben meiner Kamera. Ich bin nur tot, weil ich euch gerettet habe. Du hast dich geopfert fürs Team. Du hast dich intim geopfert. Eigentlich in der Hoffnung für ein bisschen Intimität, aber krieg ja auch nichts ab hier.